Sehr geehrtes Präsidium, werte Kolleginnen und Kollegen, auch unser Dank geht natürlich erstmal an all die Mitarbeiter, die hier im Haus mitgewirkt haben, um diesen Haushalt überhaupt im Hintergrund erstellen zu können. Aber vor allem natürlich an den Steuerzahler, der ja die Zeche unserer guten oder eher in diesem Fall schlechten Arbeit dann zu tragen hat. Herr Minister Füracker, die Darstellung der Staatsfinanzen im Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 verspricht ja vordergründig eigentlich eine leichte Entspannung. Wenn man aber dann ins Detail hineingeht, dann ist man erstaunt darüber, wie kunstfertig die Staatsregierung hier verschleiert, mit welcher Geschwindigkeit in Wahrheit die Überschuldung unseres Landes und die Verschleuderung der Substanz voranschreiten. Die Verschleierung gelingt ja vor allem auch deshalb so gut, weil der oberste Rechnungshof kein Rederecht in den Haushaltsdebatten hier hat und dann auch auf diese Weise bequem totgeschwiegen werden kann. Herr Abgeordneter Singer, ich unterbreche Sie nur ungern, aber es gibt jede Menge Gesprächsnester in allen Fraktionen, Herr Taubeneder und so weiter und so fort. Ich bitte Sie, die Gespräche außerhalb des Plenarsaals fortzusetzen oder dem Abgeordneten zuzuhören. Herr Singer, Sie haben weiterhin das Wort, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Wie wäre es denn, wenn wir dem obersten Rechnungshof hier ein Rederecht geben würden, wenn wir hier die Geschäftsordnung des Bayerischen Landtags in diesem Punkt ändern würden? Warum lassen wir hier nicht ausgewiesene Fachleute zu Wort kommen? Denn die wissen doch auch am besten, auf welche Weise die Steuern durch die Staatsregierung tatsächlich verschwendet werden. Und das sollten diese Fachleute den Bürgern doch auch direkt sagen dürfen. Das wäre mal moderne Transparenz, wie sie dem Bürger zusteht. Wie wäre es, wenn in Zukunft das große Kollegium des ORH hier zu Wort kommen würde? Es ist klar, es wird niemals dazu kommen. Das würde Ihnen nicht gefallen, denn der ORH hat, wie schon in den vergangenen Jahren auch, alle Kritikpunkte der AfD-Fraktion an der Haushaltsführung der Staatsregierung bekräftigt und bestätigt. Ein Beispiel insofern ist der Härtefallfonds der Staatsregierung. Auch wir wollen natürlich, dass die Bürger, die Vereine und unsere Unternehmen die erforderliche Unterstützung bekommen, die aufgrund der politisch verschuldeten schlechten Wirtschaftslage hier in Deutschland und in Bayern in Not geraten sind. Wenn aber Bayern dann einspringt, wo der Bund versagt hat und eigentlich zahlen müsste, dann ist etwas faul im Land, dann ist es an der Zeit, hier höchst kritisch hinzuschauen. Und es muss eins ganz klar ausgeschlossen werden, dass der Freistaat Bayern über den Härtefallfonds den Bund in seinem Versagen querfinanziert. Und es muss vor allem auch sichergestellt werden, dass die Mittel transparent, gerecht und rechtssicher verteilt werden. Es hilft uns ja nichts, wenn wir hier wieder Geld auszahlen und danach es wieder zu Rückforderungen kommt und im Einzelfall hier erhebliche Zahlungen wieder zurückerstattet werden, so wie wir das bei den Corona-Hilfen ja auch erlebt haben. Ein weiteres Feld für den falschen Einsatz der staatlichen Mittel ist der Straßenbau. Der ORH hat schon 2019 hier 2 Milliarden Euro für die Sanierung unserer maroden bayerischen Straßen gefordert. Und sie haben seitdem jährlich nur Größenordnung 350 Millionen Euro bereitgestellt. Und dabei gehört doch die Erhaltung und der Ausbau von unseren Straßen zum Kern der staatlichen Aufgaben. Sie werden in Ihrem grün-ideologischen Verständnis es vielleicht nicht hören wollen und vielleicht auch gar nicht mehr verstehen, aber eine gute Infrastruktur ist keine Selbstverständlichkeit, sondern sie schafft überhaupt die Voraussetzungen für eine blühende Wirtschaft. Wir können überall im Land die Verschleißerscheinungen an unserer Infrastruktur sehen, die das Sparen am falschen Fleck verursacht hat. Und Herr Kollege Pohl von den Freien Wählern, gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land, die haben wir nicht und die sind auch noch verschärft worden, insbesondere durch dieses unsägliche 49-Euro-Ticket, das der bayerische Steuerzahler mitfinanzieren muss. Und gleichzeitig haben gerade auf dem breiten Land viele Bürger nicht einmal einen Anschluss zu einer Bahn und müssen erstmal mit dem Auto viele Kilometer fahren, um das in Anspruch nehmen zu können. Und auf der anderen Seite wird Geld natürlich auch zum Fenster herausgeworfen mit beiden Händen. Es ist ja ganz modern, überall inzwischen Kreisverkehre zu errichten, mitten auch im freien Land. Sie sind oft viermal so teuer wie eben eine Kreuzung oder Ampelanlage. Und sie schaffen gerade auf dem Land unbeleuchtet in der Nacht eine erhebliche Gefahren- und Unfallquelle. Da kann ich nicht verstehen, welchen Sinn das haben soll, außer natürlich, dass die Staatsregierung im Kreisverkehr ihre Wendehalspolitik üben kann. Und
sich täglich dann auch wieder im Kreis selber drehen kann. Wahrscheinlich gehören diese Kreisverkehre auch zu einer neuen Welt, die Sie sich hier vorstellen. Das sieht man auch bei der Anschaffung der Dienstfahrräder für Staatsbedienstete im Umweltministerium. 50 neue Fahrräder für 100.000 Euro. Das ist eine steile Nummer. 2.000 Euro pro Fahrrad. Und diese Fahrräder werden überwiegend privat genutzt. Das müssen Sie mal bitte dem Steuerzahler im Land erklären, was Sie hier machen. Und bei solchen Drehungen um 180 Grad hin und her, wie wir sie in verschiedenen Bereichen ihrer Politik erleben, da fragen sich die meisten Menschen im Land, zumindest die, die noch bei Verstand geblieben sind, wie das denn hier noch weitergehen soll. In der Corona-Krise, da hieß es noch, es stünden in Bayern zu wenig Krankenhausbetten zur Verfügung. Und jetzt sollen sie nach dem Willen der Gesundheitspolitiker noch weiter reduziert werden, indem viele Landkrankenhäuser geschlossen werden sollen. Die Begründung lautet auf einmal, es fehlen die Mittel. Und der finanzielle Ruin der Krankenhäuser, der liegt natürlich auch an Entscheidungen auf der Bundesebene. Aber die CSU war doch hier Wegbereiter seit Jahren, gemeinsam mit den anderen Altparteien. Anstatt jetzt die kommunalen Landkrankenhäuser finanziell kräftig zu unterstützen, helfen Sie lieber Privatkliniken im Übermaß, um die Folgen der verfehlten Corona-Politik dort irgendwie abzumildern. Da fehlt jede Logik, geschätzte Kollegen. Das können Sie den Bürgern, den Steuerzahlern im Land nicht erklären. Wir haben dann auch noch den Bereich der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum. Erinnern Sie sich noch an das große Versprechen Bayern barrierefrei 2023? Das wird jetzt hier totgeschwiegen inzwischen, weil man das völlig, dieses Ziel verfehlt hat. Hier hinkt Bayern weit hinterher. Die Jugendförderung, die gerade jetzt nach der Corona-Krise und den völlig unverhältnismäßigen Lockdowns so wichtig wäre, auch die ist hier nicht genug im Haushalt verankert. Ja, dieser Haushalt ist ein einziges Zauberwerk, mit dem Sie Ihre falschen Prioritäten bei den Ausgaben und das wahre Ausmaß vor allem der Staatsverschuldung heimlich vertuschen wollen. Die geringere Verschuldungserwartung der Staatsregierung beruht ja vor allem darauf, dass einerseits nicht die ganzen 20 Milliarden aus dem Sonderfonds, aus dem Sondertopf der Corona-Pandemie ausgegeben werden sollen, aber andererseits, und das finde ich schon sehr interessant, wie hier diese Gelder auf eine höchst bedenkliche, rechtlich bedenkliche Art und Weise zweckentfremdet werden sollen. Und gleichzeitig profitieren Sie, zumindest auf dem Papier, davon, dass die Menschen durch eine desaströse Finanzpolitik und Geldmarktpolitik unter den Auswirkungen einer nicht mehr steuerbaren Inflation zu leiden haben. Die höheren Preise, die kommen Ihnen natürlich gerade recht, weil sie führen aktuell auch auf dem Papier zu höheren Steuereinnahmen. Aber die Wertschöpfung in Bayern ist dadurch nicht gestiegen. Dass der Staat durch das steigende Geldvolumen Mehreinnahmen generiert, läuft im Grunde auf eine kalte Enteignung unserer Bevölkerung hinaus. Diese Mehreinnahmen sind eben de facto Steuererhöhungen durch die Hintertür. Der Bürger draußen kann sich für seine hart erarbeitenden Gelder, für seinen Lohn eben nicht mehr das leisten, was er sich vor einem Jahr noch leisten konnte. Diese Auswirkung der Inflation und gleichzeitige Schaffung von Steuereinnahmen ist eine sehr, sehr unsoziale Art und Weise der Geldbeschaffung, denn sie schröpft die Menschen ohne Ansehen ihres Vermögens und ihres Einkommens beim täglichen Einkauf bei jedem einzelnen Geschäft, das man hier im Land tätigt. Und die immer größer und länger werdenden Schlangen vor den bayerischen Tafeln, wo wir ja teilweise anscheinend auch schon Aufnahmestopps haben, die sprechen ja eine sehr, sehr deutliche Sprache für die zunehmende Verarmung unserer bayerischen Bürger. Sie sind auch eine direkte Folge der Inflation und davon, dass sich der Staat daran auch noch schamlos bereichert. Der schöne Schein Ihres Haushalts trügt. Der Haushalt ist Gift für dieses Land und er zerstört langfristig unser Volksvermögen. Und nicht einmal mehr die sprudelnden Steuereinnahmen reichen aus, um Ihre Verschwendungssucht auszugleichen. Und wegen der hohen Inflation ist es doch auch so, dass die Kaufkraft dieses Haushalts nicht einmal dem entspricht, was wir im letzten Haushalt ausgegeben haben, auch wenn es auf dem Papier ähnlich ausschaut. Sie können damit in diesem Jahr wesentlich weniger erreichen. Der Haushalt offenbart auch ein weiteres Dilemma. Nachdem ja jetzt der
von Ihnen selbst verkündete Katastrophenfall weggefallen ist, mit dessen Hilfe Sie ja noch zwischen 2020 und 2022 schneidig mal schnell die Schulden um fast 80% erhöhen konnten, dürfen Sie ab jetzt eigentlich keine neuen Schulden mehr aufnehmen. Aber immerhin, es gibt ja noch ein bisschen verstecktes Tafelsilber und wie bei der Insolvenzverschleppung üblich, kommt das jetzt klammheimlich unter den Hammer. Die Haushaltsrücklage, sie wird jetzt weiter abgeschmolzen. Ganze 3,3 Milliarden werden dem Haushalt überwiesen. Nochmal geht sich das nicht aus, geschätzte Kollegen, denn die Rücklagen des Freistaats wurden nach und nach in den letzten Jahren geplündert. In den letzten Jahren war es eben noch möglich, hier noch Gelder zu entnehmen, aber das ist schon die Ende des Notgroschens erreicht. Am Stichtag 31.12.21 waren noch 7,9 Milliarden in der Rücklage vorhanden. Das sank dann 2022 auf 5 Milliarden und voraussichtlich am Ende dieses Jahres werden nur noch 1,5 Milliarden übrig sein. Aber was kommt dann, bitte schön, geschätzte Kollegen, im nächsten Jahr? Was kommt nach der Landtagswahl, für die Sie diesen sehr geschönten Haushalt und auf eine unseriöse Weise zusammengeschneidert haben? Ich sage Ihnen, was kommt nach dem 8. Oktober in Bayern? Dann kommt eine Sintflut. Dann werden Sie den Bürgern nämlich den reinen Wein einschenken müssen und Sie werden den Bürger schamlos mit den Rechnungen überschwemmen müssen, die für Ihre Wahlgeschenke dann ausgestellt werden. Im Herbst kommt das große Erwachen. Dann wird alles allerdings nur noch viel schwieriger. Es wird schwieriger, den Kurs wieder auf die richtige Richtung zu bekommen und zu einem verantwortungsvollen Haushalt zurückzubekommen. Und deswegen schlagen wir von der AfD-Fraktion schon jetzt erhebliche und sinnvolle Einsparungen vor. Und wir sind offensichtlich die einzige Partei in diesem Haus, die das Herz noch am rechten Fleck hat, den Ernst der Lage richtig einschätzt und etwas für den Steuerzahler übrig hat. Sie denken doch nur daran, wie Sie hier im Herbst noch irgendwelche Wähler für Ihre Partei gewinnen können. Und wir versuchen hier die Zukunft des Landes im Auge zu behalten. Man sieht es auch bei der Fraktionsreserve, mit der man auch Sonderwünsche von Wählergruppen auch wieder jetzt generös auf Kosten der Allgemeinheit finanziert. Das Gebaren, das ist antiquiert, das ist überholt. Der Bürger braucht von der Koalition keine Gnadengeschenke. Er hat eine transparente und verantwortungsvolle Haushaltsführung verdient. An eine seriöse Gegenfinanzierung wird bei diesem Haushalt überhaupt nicht mehr gedacht. Hauptsache, man wird aufgrund seiner kostspieligen Versprechen wiedergewählt. Es ist halt natürlich immer sehr leicht, das Geld fremder Leute auszugeben, das Geld des Steuerzahlers auszugeben, vor allem wenn man hier im Haus bequem auf seinen Privilegien sitzen kann, wenn man das Abgeordnetendasein genießen kann und die regelmäßigen Diätenerhöhungen automatisch aufs Konto überwiesen bekommt. Kehren Sie endlich zurück zu einer soliden Haushaltsführung. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir als Landtag die Kommunen nicht vergessen. Die Kommunen, die leiden aufgrund der verantwortungslosen Masseneinwanderungspolitik von Bund und Staatsregierung nicht nur unter den organisatorischen Herausforderungen, die sie zu stemmen haben, sondern sie werden auch finanziell in den Abgrund gerissen. Allein im letzten Jahr, geschätzte Kollegen, haben sich bei den bayerischen Kommunen weitere Schulden angehäuft in einer Größenordnung von fast 2 Milliarden Euro. Und hier müssen wir für eine solide Finanzausstattung sorgen und vor allem politisch gegensteuern. Jeder Migrant ohne Aufenthaltsrecht, der das Land wieder verlässt und es am besten gar nicht erst erreicht nach unserem Willen, der entlastet in Zukunft unsere Gesellschaft sowohl kulturell als auch finanziell. Die von Ihnen angepriesene Bereicherung durch illegale Massenmigration ist in Wahrheit schon immer eine Lüge gewesen. Migration nach Ihrem Vorbild bedeutet kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Niedergang. Sie bedeutet vor allem auch Schuldknechtschaft für die nachkommenden Generationen, für unsere Kinder und Enkelkinder und eine zerstörte kulturelle Identität. Die Zeche zahlen unsere Rentner, die zahlen unsere Geringverdiener, die an den Tafeln Schlange stehen müssen. Das müssen Sie sich auch anhören von den Grünen, dass unsere Rentner an den Tafeln teilweise nicht mehr bedient werden können und die explodierenden Preise dazu führen, dass man die Miete nicht mehr zahlen kann, geschweige denn die enormen Heizkosten, geschweige denn die enorm gestiegenen Energiekosten. Das beruht alles auf Ihrer verfehlten Politik, einer kaputten Ampel in Berlin. Und auch unsere Familien in Bayern, die mit ihren Kindern gegebenenfalls schon keinen Kinderplatz
Kindergartenplatz mehr bekommen. Na, weil sie eben deutsch sind, weil sie weiß sind und vielleicht sogar arbeiten wollen in diesem Land. Aus unserer Sicht hat ein Staat dann seine Aufgaben gemacht, wenn er für die eigenen Bürger auch da ist und wenn er dann auch möglichst wenige Menschen auf staatliche Hilfen angewiesen sind. Und sowas geht nur in einer freien und gerechten Sozialordnung. Das Staatsverhältnis der Kollegen der Altparteien in diesem Haus, und zwar von linksgrün da drüben bis hin zu schwarz-sozialistisch oder pseudoliberal, geht davon aus, dass der Mensch klein gehalten werden soll, vom Staat abhängig gemacht werden soll, aber ihren Klimaunfug trotzdem finanzieren darf. Die Regierung unter Söder, sie verschrieb sich eben auch einer linksgrünen Ideologie. Sie ist dazu bereit, das Land zu deindustrialisieren und die Natur durch Windkraftanlagen zu verwüsten und zu verschandeln. Und sie siedeln massenhaft nicht integrierbare Menschen aus allen Herren Ländern an und verspielen damit auf Dauer die Identität und aber auch die Sicherheit unseres Landes. Sie verschwenden, um ihren Irrsinn zu finanzieren, den Wohlstand ganzer Generationen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.